Einen ganz herzlichen Gruß aus dem Rathaus. In diesen Tagen beschäftigen wir uns verstärkt mit unserer Idee, die smarte Stadt Herten, also Digitalisierung und Modernisierung und die ganzen Transformationsprozesse, die in unserer Stadt in den nächsten Jahren von großer Bedeutung sind, darin weiter zu arbeiten. Unter dem Titel Leben und Lernen haben wir eine Konzeptskizze dazu entworfen, die wir zurzeit mit der Politik besprechen. Und das Thema wollen wir auch mit Hilfe von Foren weiter vertiefen. Und diese Themenforen haben die Titel Mobilität, Infrastruktur und Wohnen, Klima, Umwelt, Ressourcen und Energieeffizienz, Bildung und Gesundheit, wirtschaftliche Attraktivität und Wirtschaftsförderung, bürgerfreundliche Verwaltung und Lebensqualität von Bewohnerinnen und Bewohnern hier in Herten. Sollte sich von Ihnen, von euch jemand für diese Themenfelder interessieren, so laden wir euch und Sie ganz herzlich ein, mitzutun. Schicken Sie uns einfach eine Nachricht und Sie werden zu diesen Themenforen eingeladen. Dann hatte ich das große Vergnügen, Ende letzter Woche eine Firma Jungle Leaves kennenzulernen in Herten Süd. Das sind drei Biologen, die im Hertener Süden in einer ehemaligen Gärtnerei exotische Pflanzen züchten, vermehren und dann verkaufen. Ein sehr innovatives Team. Und mir wurde nochmal deutlich, wie etwas Wundervolles entstehen kann, wenn Menschen ihre Kreativität und ihre Ideen entwickeln. Und das in unserer Stadt, das war besonders eindrucksvoll. Dann werden wir heute Abend mit einem Workshop mit dem Integrationsrat weiter an der Frage arbeiten, wie können wir unsere Stadtgesellschaft in den nächsten Jahren gut weiterentwickeln. Die demografische Entwicklung wird ja so sein, dass der Anteil der älteren Menschen steigt. Wir werden eine Stadtgesellschaft werden, die bunter ist, die kultureller ist. Und es stellen sich dann auch Fragen, was heißt das für die großen Bereiche Bildung, Arbeit, Wohnen und auch soziale Versorgung und soziale Sicherung. Und diesen Fragen werden wir uns heute Abend widmen und überlegen, wie wir im nächsten Jahr mit diesem großen Thema weiter nach vorne kommen. Ja, zum Thema Corona. Die Inzidenzen steigen leider wieder ein wenig, aber das war zu erwarten. Das wird ja auch für die nächsten Wochen und Monate ein Stück weit prognostiziert. Wichtig für uns ist, dass wir weiter vier Punkte für die nächsten Wochen bedenken, wie wir wieder miteinander umgehen und dass wir das einfach nicht vergessen. Es geht um Maske tragen, es geht um zweitens, dass wir darauf achten, dass wir auch die Hände waschen, die Abstände einhalten und dass wir genügend lüften, viel an der frischen Luft sind. Das gilt übrigens auch besonders, wenn jetzt der Schulbetrieb wieder beginnt, dass wir da aufmerksam miteinander umgehen. Dann bin ich immer noch sehr beeindruckt von dem Engagement vieler Härtnerinnen und Härtner, die die Menschen in den Krisenregionen in der Umweltkatastrophe stattgefunden hat in den vergangenen Wochen weiter unterstützen durch Spenden, durch Ideen mit anderen auch nochmal vor Ort zu schauen, ob sie persönlich helfen können. Das finde ich sehr beeindruckend und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute und bleiben Sie gesund.